Hallo und herzlich willkommen zu Falten mit Yvonne. Ich zeige euch, wie ihr kreativ Geld verschenken könnt, zum Beispiel zu Weihnachten. Heute falten wir aus einem Geldschein ein Geschenk. Ihr benötigt hierfür ein Lineal, einen Bleistift, eine Schere, etwas Geschenksband und euren Geldschein. Los geht's! Falte bei deinem Geldschein die untere linke Ecke zur gegenüberliegenden Seite. Lege dieses Dreieck nun über diese Kante auf die rechte Seite. Öffne diese Faltungen wieder, lege den rechten Teil des Scheines auf den linken. Nun legst du diese Kante zu dieser Kante. Diese Faltkante gut feststreifen. Wieder öffnen. Nun diese Kante zu dieser Kante legen. Auch dies ganz fest streifen. Und wieder öffnen. Dann hast du nun die Mittellinie oder den Mittelpunkt deines Scheines und faltest alle Ecken deines Geldscheines zu dieser Mittellinie hin. Nun musst du deinen Geldschein in drei gleiche Teile teilen. Um dies so genau wie möglich zu tun, brauchst du dein Lineal und misst einmal die Länge deines Quadrats. Bei mir sind es jetzt 4,5. Je nachdem, was du für einen Geldschein benutzt, kann es bei dir etwas länger sein. Diese Zahl teilst du durch 3 und markierst dir diese Stellen auf deinem Schein. Einmal oben und dasselbe auch unten. Dann kannst du diese zwei Punkte miteinander verbinden und machst dann deinen Knick. Dasselbe mit den anderen zwei. Das Ganze noch einmal nachfalten. Und dann ist dein Schein in 3 Teile geteilt. Das Ganze nun auch noch mit den anderen, mit der anderen Seite.
Du hast jetzt 9 kleine Kästchen. In der Mitte ist der Boden deines Geschenks und der Rest sind die Seiten. Du faltest nun hier rechts und links die Dreiecke wieder auf und stellst hier diese Wand auf. Also einmal fest umfalten und aufstellen. Genau dasselbe hier. Umfalten und aufstellen. Wie gesagt, in der Mitte, das ist der Deckel. Hier ist dieser mittlere Kasten. Und das hier ist dann die Seitenwand. Die stellen wir nun auf, indem wir hier an dieser Faltkante und an dieser Faltkante diese Wände so nach innen klappen. Dadurch kommt ganz automatisch dieser Teil nach oben. Dieses Überstehende wird einmal hier herüber geklappt und dann zur Verstärkung dieses Seitenteils nach innen. Dasselbe mit der anderen Seite. Das ist immer noch in der Mitte der Boden, die zwei Wände und danach die zwei in die Mitte drücken. Hier dieses Dreieck nach innen falten, denn das hier wird der Deckel, und drüber legen. Dieser Deckel schließt jetzt nicht. Und da wir ja den Geldschein nicht kleben wollen, verschließen wir dies jetzt dem Geschenksband. Schon hast du aus einem Geldschein ein Geschenk gefaltet. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon-Einkauf bitte über meinen Partnerlink in der Videobeschreibung. Du bezahlst dann den gleichen günstigen Preis wie immer und ich bekomme eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. Und wenn du über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.